Achtung, in diesem Video können Sachen vorkommen, die ins Spiel reingepatcht werden oder auch nicht. In meisten Fällen kommt das nicht rein und wir reden nur darüber, weil es Leaks sind und wir keine offizielle Bestätigung haben. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Informationsvideo zu Battlefield 2042. Ja Leute, es gibt wieder neue Leaks bezüglich Battlefield 2042, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet, denn es könnte sein, dass es ins Spiel reinkommt, kann aber natürlich auch sein, dass manche Sachen nicht reinkommen. Deswegen habe ich die ganze Sache am Anfang erwähnt, nicht dass es heißt, KDG Chris tut wieder Lügen erzählen. Obwohl ich nicht dafür bekannt bin, Lügen zu erzählen, eher dafür Sachen falsch auszusprechen. Unter den Namen Expios, World War 3 könnte sogar, aber hey, ich kann auch nicht perfekt sein. Und das ist die Minderheit und wir fangen gleich mit dem Video an, das wollte ich nur geklärt haben. Die Minderheit, die mir Kommentare unter diesem Video schreiben, hey, du hast das falsch ausgesprochen, hahaha, wie schlecht kann man sein? Ihr könnt mich gleich deabonnieren und mich bitte nie wieder in Zukunft gucken. Dankeschön. Der bekannte Leaker Temporial, bezogen auf Battlefield, hat wieder fleißig neue Sachen in den Daten gefunden von 2042, unter anderem neue Nahkampfwaffen. Und nein, das sind keine Nahkampfwaffen aus Battlefield 5, sondern wirklich für Battlefield 2042 bestimmt. Und zwar seht ihr sie bereits im Hintergrund. Diese drei Waffen sollen auch zusätzlich natürlich mit neuer Animation kommen, diese wurden aber noch nicht freigeschalten im Spiel, somit konnte Temporial die nicht auffassen und uns teilen. Welche wirklich davon jetzt ins Spiel reinkommen wird plus Animation, bleibt abzuwarten, aber ich muss ehrlich sagen, das passt irgendwie gar nicht ins Spiel. Eher lieber in Battlefield 5, wo es Zweiter Weltkriegssetting gab, aber doch nicht in ein düsteres Zukunftsszenario. Dice, please. Weiter postet Temporial neue Informationen zur neuen Spezialistin Liz. Er schrieb hierzu, dass auch Aussehen wie natürlich ihre Bewaffnung nicht bekannt ist. Das einzige, was er gefunden hat, ist ihre Fähigkeit und zwar besitzt sie elektrischen Stacheldraht. Ob dieses Stacheldraht auch Fahrzeuge beeinflusst, bedeutet lahmlegt mit dem elektronischen Impuls, ist nicht klar. Oder ob es wie gesagt nur gegen Infanterie wirken soll, dies hat der Leaker nicht bekannt gegeben. Die nächste Fähigkeit, die sie besitzt, ist, wenn sie in einem Fahrzeug hockt, wird dieses Fahrzeug permanent repariert. Liz könnte eine polnische Spezialistin sein. Informationen dazu fand er von der AlfieQ1-Userin auf Twitter, denn sie erwähnte, dass Liz eine polnische Spezialistin sei und dass Patch 4.0 ein neuer Titel namens Guardian of Gdansk enthielt. Guardian of Gdansk heißt, dass du dreckes Stück. Danzig ist eine Stadt an der Ostküste im Norden Polens. Temporal schreibt hierbei nur ein Zufall? Temporal fand auch ein neues Set für Soldaten, das wahrscheinlich dann im Store verfügbar sein wird, sobald Staffel 1 starten wird. Mit dem Namen They Come Out in the Night ist dieser Skin auf jeden Fall großartig gestaltet und auf das würde ich mich wirklich freuen, wenn dies ins Spiel schaffen würde. Dieses Paket ist eine kleine Anspielung auf Nachtsachen. Bin echt gespannt, ob wir auch da noch Nachtkarten in 2042 bekommen werden. Für die Karte Manifest oder zum Beispiel Orbital, wenn der Sturm auftaucht, ist dieser Skin auf jeden Fall zu gebrauchen. Weiter geht es zu einem Fahrzeug, das unveröffentlicht bislang ist, und zwar geht es um das KH-99 Hannibal Helikopter. Dieser russische Kampfhelikopter ist bislang noch nicht im Spiel aufgetaucht, ist aber in den Daten gefunden worden. Dieser Helikopter zählt sogar unter den fortschrittlichsten Kampfhubschraubern der Welt und ist vom KH-58 Black Ghost, der sogar in den Akten erwähnt wird, inspiriert. Weitere Informationen zu diesem Helikopter blende ich euch jetzt hier im Hintergrund ein, könnt ihr euch gerne durchlesen. Dann geht es ebenfalls weiter mit noch einem unveröffentlichten Luftfahrzeug und zwar geht es um das SU-70 Hunter G. Dieses Fahrzeug wird unbemannt gesteuert, bedeutet, man kann nicht einsteigen in dieses Flugfahrzeug. Wie man diese ganze Sache freischalten wird oder wie man es steuern kann, bleibt abzuwarten. Es gibt hierbei aber schon eine Medaille, die man auch theoretisch auf Tier 1 leveln kann. Jetzt gibt es noch kurze Zusatzinformationen zu 2042 und zwar gibt es neue Modi seit gestern und zwar gehen die bis zum 5. Mai. Einmal 2042 Hardcore Team Deathmatch, dann Rush Hardcore und 2042 Fahrzeug Deathmatch. Diese Modis gelten bis zum 5. Mai und dann gibt es wieder neue. Auf die Frage der Community, ob es wieder Flashback-Eroberung demnächst verfügbar sein wird, sagte DICE, ja, ab dem 5. Mai ist wieder Flashback-Eroberung in der Rotation verfügbar. Auch für die EA Play-Nutzer, also für die Leute, die ein EA Play-Abo abgeschlossen haben, bekommen wieder Prämien im Spiel. Und zwar geht es einmal hier wieder um einen Waffenscharm mit dem Namen glatt rasiert. Jetzt seid ihr an der Reihe, schaut gerne bei meinem anderen Video vorbei, rund um Battlefield 2042 Informationen. Dort habe ich auch zusätzlich die Informationen veröffentlicht, die geleakt wurden letzte Woche und auch offiziell bestätigte Sachen. Also schaut auch gerne
dieses Video an, würde mich freuen und lasst auch dort Support da. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du hier jetzt noch ein Abo da lässt, das ist kostenlos und supportet meinen Kanal extrem und das zeigt mir, dass euch meine Videos gefallen. Ansonsten bleibt gesund, meine Freunde, und wir sehen uns, sobald es wieder was Neues gibt. Ciao. Habt ihr schon gesehen, dass Olaf Scholz sogar in Battlefield 2042 vorhanden ist? What the fuck? Zynisch vorkommen!